Harry sagt Hallo und guten Abend unterwegs am späten Nachmittag jetzt hier und zwar Richtung Sita, Eingang, Schieferturm von Pisa, nicht scharfer Turm, nein. Wir gehen hier an der Werbung vorbei und das sind auch nicht immer ganz neue Werbetafeln, das sind teilweise auch schon sehr alt. Hier am Kreisel, Apotheke und gleichzeitig Labor, für die, die ab und zu mal irgendeine Untersuchung wollen. Ja, wir haben noch 26 Grad im Moment und richtig schönes Wetter, wie man sagt, Abend. Hier ist der Eingang, der Schieferturm von Pisa und da gehen wir dann auch rein. Heute ist ja Abschiedsparty vom Engel. Alex Engel, wir hatten ja das nette Gespräch und Interview und dann hat er gesagt, Mensch, komm doch vorbei, ein Abschied. Wir werden auch in Kontakt bleiben, er wird uns auch ein paar Videos von Mallorca schicken, hat er jedenfalls gesagt, wenn er dran denkt. Wenn er nicht dran denkt, werde ich ihn dran erinnern. Also wir werden da schon in Kontakt bleiben. Und ich habe gesagt, er soll uns doch auf dem Laufenden halten, wo er auf Mallorca ist, wann er wo ist und dann vielleicht immer auch vielleicht von den Location ein bisschen was senden. So, also jetzt am frühen Abend hier in der Sita. Und da fängt es dann so langsam an, interessant zu werden. Da oben ist nachher der Bär los, wie man so schön sagt. Da steppt der Bär, die Ausdrücke. So, ja, dann gehen wir mal nach oben. Und hier nebenan der blaue Hase und schauen wir mal, ob wir einen bekannten Seen treffen. Aber jetzt ist noch früh, also jetzt ist noch nicht viel. Immer Martin habe ich gesehen und wenn man ihn sieht, dann geht man auch mal hin. Ja, und wenn wir schon hier sind und den Martin dann auch sieht, live und in Farbe, Martin, grüß dich. Harry, grüß dich. Nicht abgesprochen. Ganz, ich weiß, wie er aussieht. Ganz spontan. Und in einer Brille spiegel ich mich auch wieder. Das ist nicht so schwierig. Ja, wir kommen ja auf Empfehlung vom Alex. Der hat gesagt, wir sollen heute mal beim Martin vorbeikommen. Allerletzte Mal. Jawohl. Ja, also auch schon Aufbruch gestartet, fast schon emotional. Was ja, ja, ja. Alex an der Art ist. Und ja, ich freue mich auch drauf. Mit einem lachenden und weinenden Auge. Und mal schauen, wie es dann einfach dann wird. Aber besuchen wir ihn mal auf Mallorca. Das machen wir. Das machen wir wirklich. Ich habe mir schon vorgenommen. Machen wir mal, das Wochenende. Machen wir uns dann, ohne dass wir ihnen was sagen. Und dann tauchen wir. Wenn er sieht, dass okay, kommt, aber nicht der rechnet nicht damit. Machen wir, das wäre eine gute Idee, oder? Du sagst noch ein bisschen durch Sita. Ja, wir machen Sita, wir gehen jetzt essen und dann kommen wir hierher. Prima. Gibt es bei dir was zu trinken? Ja, klar. Ach, ja, auch. Okay, also, wir sehen uns gleich bei Martin. Tschüss. So, also hier ist nachher wesentlich mehr los. Wir haben ja noch Fußball hier. Wir haben es vom Taxifahrer gerade mitgekriegt. Da ist noch richtig was los hier. Ja, unser Ziel ist jetzt Marco Polo. Wir sind auch angemeldet, haben reserviert und schauen wir mal, ob wir ein Plätzchen kriegen. Aber ich bin mir sicher, dass wir da auch was kriegen werden. Oh, schön bunt. So, hier ist das Restaurant Marco Polo. Da unten ist das Café Zipf und da rechts davon ist das Organic Food. Ihr wisst, was das ist. Der Laden, wenn ihr dann mal irgendwas braucht oder Hilfe, Rat, Nahrungsergänzung und gute Sachen. Und natürlich den Plan B, die T-Shirts und die Tassen. So, aber jetzt gehen wir erstmal hier zum Essen. So, und da geht's schon los. Nach dem Fußball ist vor dem Fußball. Also hier war gerade noch Fußballstimmung überall zu sehen. Und
und die haben alle mitgefiebert und mitgefeiert und nun die letzten Bilder vom Fußball und die Musik wurde aufgedreht und die Leute warten schon. Die sind hier schon auf halb acht Stimmung und den Alex habe ich auch schon gesehen, der ist heute ganz schön bunt. Martin hatte ich ja schon begrüßt. Ja, wir sind hier an oder bei der Machbar und vis-à-vis vom blauer Hase. Das muss ein Milka-Hase sein, der blaue, oder? So, ihr Lieben, und jetzt machen wir einfach eine. Und da ist der Martin. Habt ihr einen Applaus immer für die Dortmunder? Da ist er, der Martin. Ich sage immer, darin sind wir vereint, weil es auch immer war. Das hat in Deutschland nichts zu tun. Und ja, war ein spannendes Spiel. Wir haben immer gespannt, ob das der Bayern mithalten kann. So, jetzt können Sie aber mal den komischen Fernseher ausmachen. So, spannend machen, Freunde, spannend machen. Wie es hier funktioniert, ob eure Stimme funktioniert, ob die Musik funktioniert, ob die Technik funktioniert, nachher auch, ob der Applaus funktioniert. Sie sind die Könige auf der ewigen Art. Da ist er, der Alex. Ihr dürft euch schmutzig und jeder denkt, was jeder hier weiß. Oh, 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 oh. So kommt. Wir werden ihn gleich sehen, er ist noch ein bisschen am Vor. Jetzt sehen wir ihn. So war sie, so war wie als bei mir. Sind ihr mit? Wir wollen die Eisberg sehen. Ja, das ist so. Wir haben die Eisbären, so gern. Ich sage einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen an alle Gäste von der Machbar. Wie ist die Stimmung? Ein herzliches Willkommen und Hallo ans Goldraum. Letztendlich geht's euch gut. Und ganz besonders begrüße ich natürlich auch alle im blauen Hasen. Wie ist die Stimmung im Hasen? Super. Denn unser Leben wäre so leer ohne Bild. Ja, so gern. Hallo, hallo, hallo. So gern. Wir haben die Machbar, so gern. Wir haben die Hasen, so gern. Und jetzt sagen wir uns ehrlich, wir haben Alex Engel, so gern. Ich hoffe, es war schön, wir haben ein paar Minuten lang jetzt los. Das war der Soundcheck, Dankeschön. Kann ja alles funktionieren, oder? Die Stimme funktioniert, das Orchester funktioniert. Also, das war jetzt der Soundcheck. Das heißt, die Probe. Mal schauen, ob es durchhält. So, da ist er, der Engel. www.alex-engel.de, wer mehr wissen möchte. So, also hier geht es jetzt so langsam los. Wir sind ja auch gerade erst gekommen hier. Naja, gerade. Und hier darf auch getanzt werden. So, da sind wir noch ein bisschen höher, da haben wir die Köpfe nicht mit drauf. Oder zumindest nicht alle Köpfe. Hallo, hallo, hallo. Die Conny ist da. Ja. Grüß dich.
Ja, wir kennen uns. Wir kennen uns vom Essen. Wir kennen uns vom Essen und vom Trinken. Was für ein Zufall, ne? Ja, genau, wir haben dein Video gesehen. Ah, ihr habt das Video gesehen. Ja, das ist hier live und in Farbe in der Sita. Mal schauen, ob das auch mit dem Ton alles so hinhaut. Hier geht es jetzt gleich richtig los. Das ist ja jetzt erst die Aufwärmphase hier. So, das letzte Mal Alex Engel auf Gran Canaria, also in dem Jahr. Wir gehen mal ein bisschen hin. Du gibst alles, wenn du gehst. Du verlierst dich, wenn du lebst. Junges Mädchen, reife Frau und noch Kind, so bist du, du, nur du. Wenn ich deine Hand berührt und ich deine Wärme spür, dann weiß ich, was auch geschieht, es wird gut, sonst du, du, nur du. Danke auf den edlen Spender. Und wenn ich
sagst immer, was du denkst. Ja, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht den Leuten im Wege stehe hier. Liebe, die du schenkst, ist so zärtlich und so tief und so gut. So bist du, du. Ich habe gerade schon gesagt, ein letztes Mal habe ich hier oben stehen, nach einem halben Jahr Gran Canaria. Viele Wiederholungsfehler hat jetzt mal zum Beispiel. Das war eine viel schöne Gruppe da gewesen, dass ihr euch hier nicht irgendwann zu Tode gelangweilt habt. Ich verstehe es selber nicht. Aber vielen Dank, egal wie oft ihr da war, noch einmal, zehnmal oder vielleicht das letzte Mal. Schön, dass ihr heute hier seid. Und wenn ihr Lust habt, singen wir alle gemeinsam. Jeder so schön wie er kann. Singen wir mit, komm! Und wenn ich gehe, geht ein Teil von mir und der Alum bleibt deine Wärme hier. Und wenn ich gehe, bleibt ein Teil von mir und der andere mit dir. So, wer singt mit? Hier ist das Mikro. Lieber nicht! Lieber nicht! Und deswegen wirklich einmal, nicht für die einzelnen Gegend gesondert, sondern gebündelt für alle. Für das Golden Morgens Indus, für den blauen Hasen, für die Machbar. Einmal, nicht so einen kleinen, entspannten, verhaltenen Applaus, sondern einen richtig großen, fetten Applaus für die Leute von der Monatreihe. Also, das ist für die Wirtsleute, klar, die richten das ja aus. Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir. Und gehst du, bleib deine Wärme hier. Und wenn ich bleibe, bleib nur ein Teil von mir. Und der andere bleibt in mir. Das stirbt nur ein Teil von mir. Und stirbst du, bleib deine Liebe hier. Und wenn ich deine Weib nur ein Teil von mir und der andere lacht in mir. Und jetzt sind wir alle gemeinsam auf Spanisch. La 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 la. Das ist nicht Spanisch, nein. La, aber es hört sich gut an. Und das können sie alle. Ja, da braucht man nicht viel üben, das schaffen wir. Bravo! Herzlich willkommen! Das klang jetzt schon so, als wäre es vorbei, ne? Naja, bisschen was machen wir noch, oder? Wir fangen ganz entspannt an. Ihr wisst ja, es gibt Songs, die ich singe, wie zum Beispiel so, dass du, der ist nicht von mir, sondern der wunderbare Peter Matter bzw. Karat. Aber es gibt auch Songs, die komponiere ich selber, die schreibe ich selber, die texte ich selber und die singe ich sogar selber. Und einer davon, den singen wir jetzt gemeinsam, Papa und ich bin gleich schon, der heißt Sommer, Sonne, Cabrio. Wir fahren heute ins Nirgendwo, immer weiter, weiter, einfach so. Oh, 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 jetzt wird Musik, hier, yo. Max, ich hoffe, noch die Box ein bisschen höher. Also sein Lied eigen komponiert, geschrieben und er singt dann auch noch. Deine Haare glänzen hell, leicht vom Wind verweht. Der blaue Himmel über uns ist glänzend. So, dass ihr das mal von der anderen Seite seht. Mal eine Wolke, die andere steht. Sommer, Sonne, Cabrio, wir fahren heute ins Nirgendwo. Immer weiter, weiter, einfach so. Whoa, oh, oh, oh. Sommer, Sonne,
Cabrio, das Leben feiern sowieso. Immer schneller, schneller, einfach so. Wow, 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 wow. Wir fahren einfach nicht durch Sonnenschein. Spotify, unser Song. So, wir machen mal ein kleines Experiment. Wir nehmen mal alle gemeinsam den linken Arm nach oben. Der linke Arm nach oben, linke Arm nach oben, linke Arm nach oben, linke Arm nach oben, linke Arm nach oben. Jetzt geht der rechte Arm dazu. Beide müssen sich rhythmisch aufeinander, dass ich klatsche. Ja, rhythmische Gymnastik nennt man sowas. Ja, wenn jemand jetzt hier hochkommt und nicht Bescheid weiß und denkt sich, die machen hier Gymnastik. So, wir machen mal ein Päuschen, sonst wird die Kamera zu warm. Nein, ich hab Durst, ich muss was trinken. Ja, das kommt davon, wenn man denkt, man hat die Kamera ausgeschalten und die läuft dann trotzdem weiter. Aber das ist nicht so schlimm. So, das bekannteste Lied wohl hier auf der Insel. Das Lied muss neu sein, das habe ich noch nie gehört. Ja, nach dem Interview gestern sind ja vielleicht doch noch der ein oder andere oder mehr Leute gekommen. Und ich hoffe, dass er in der nächsten Saison wiederkommt. Ja, manche Gäste, die hier durchkommen, die schauen schon ein bisschen entgeistert. Die wissen gar nicht, was los ist. Aber das gehört dazu. Es gibt immer überall neue Gäste. Let's go.
ich hoffe, dass ich euch jedes Jahr hier sehe. Langsam mal üben, Mensch, wenn ich schon irgendwann mal mit dem Alex singen soll. Ne? Harry muss langsam mal üben zu singen. Was? Harry muss langsam mal üben zu singen. Das ist Luna. Ist ja so ein bisschen wackelig. Halt dich einfach bei mir fest, so dann könnte nichts passieren. Luna, erzähl uns doch mal ganz kurz, wo kommst du her? Aus Deutschland, aus Rösrath. Okay. Und wie alt bist du? 27? Und hier geht's zum Lucky, Lucky und Tine Shopping Center, lass an dir. Und Tine und Lucky erwarten uns, euch. Ja, und so sieht's hier aus. Das erwartet euch, wenn ihr hier in der Larifari Bar seid. Gute Laune, Stimmung, Tanz, Unterhaltung, Entertainment. Und vor allen Dingen, ja, immer gute Getränke. Also auf ein neues hier oder auf einen Besuch in der Larifari Bar bei Tine und Lucky. Ja, und hier ist das Immobilienbüro Europa. Also hier werdet ihr immer beraten, bedient, wenn ihr Fragen habt, Vermietungen, Verkauf. Und alle Informationen bekommen auch jetzt zum neuen Mietgesetz. Was ändert sich da? Was gibt es da Neues? Und hier sind dann die aktuellen Immobilienangebote.